genau das richtige Wetter, um so eine wunderschöne Feiertagsradtour zu unternehmen. Ja, ja, ich weiß, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, heute hier aus Duisburg. Ich radel heute im Ruhrgebiet und ich radel nicht alleine, das freut mich ganz besonders. Ich habe mich hier heute verabredet mit dem Harry vom Kanal Harry Radelt. Hallo. Und ich habe ja immer das Problem, wenn ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, sehe ich halt nicht, was es zu sehen gibt, weil ich es halt nicht kenne. Und jetzt habe ich mal einen richtigen Führer sozusagen dabei, der mir hier das Ruhrgebiet auch detailliert näher bringen kann, dass wir mal gucken können hier, was es hier zu sehen gibt. Und wir haben die Räder gepackt, natürlich auch ordentlich was zu essen eingepackt. Und ich glaube, wir fangen auch erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Frühstück, mit dem lecker Frühstück an, wie sich das gehört, ne? Und dann schaue ich mal, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung. Darum fahre ich Pedelec. Ich hätte hier auch ziehen können, habe ich jetzt vergessen. Corona. Kilometer 3,42 und die erste Sehenswürdigkeit, die der Harry mir hier präsentiert, ist der Turm an der Sechs-Seen-Platte, heißt das hier. Und da haben wir schon ein paar Höhenmeter überwunden. Wir müssen hier schon hier hochradeln. Für mich mit dem Pedelec natürlich kein Problem, habt ihr gerade gesehen. Und das ist ja, wie gesagt, auch der Grund, warum ich mir das Ding angeschafft habe. Der Harry musste schon richtig arbeiten und das wollte er, dass ich auch ein bisschen was tun muss, dass ich hier hoch darf auf den Turm. Aber der liebe Gott meint es gut mit mir, der Turm ist abgeschlossen. Hm. Habe ich mir das Frühstück schon jetzt auch so verdient vielleicht, ne? Ohne. Ja, ausnahmsweise. Siehste. Wir Duisburger sind sowas von gastfreundlich. Ja, ich bin total begeistert. Ich freue mich. Prima. Und seht ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe meinen Helm zu Hause vergessen. Die guten Vorsätze. Das ist jetzt noch nicht mal die fünfte Tour. Und doch, es ist die fünfte Tour. Die fünfte Tour mit dem neuen Pedelec und den Helm vergessen. Es gibt frischen Kaffee. Wie Urlaub. Jo.
Wunderland. Im Wald. Ja, bitte nicht futtern gilt natürlich nicht für Harry und mich, aber wir hatten ja gerade erst eine Pause und haben in den letzten 3 Stunden, glaube ich, jetzt 10 Kilometer geschafft. Und wie gesagt, ich habe kein Zelt dabei, aber der Stadtrundfahrt heute, von daher geht es wahrscheinlich auch schon wieder gleich weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Und ich muss dieses Video, glaube ich, hier als Werbevideo kennzeichnen. Ich muss Werbung machen für den Harry. Also wenn ihr mal einen Fremdenführer braucht im Ruhrgebiet, ne? Ich weiß ja nicht, wie seine Zeit ist, ob er sich buchen lässt oder was, aber fragen. Gerne. Ich habe ja auch gefragt, ne? Also super, also es ist gebürtig hier, er kennt alles, kannst du allen was erzählen. Ich bin schon total begeistert. Ich wäre sonst wieder einfach nur vorbeigeradelt an den Sachen. Wir sind jetzt hier in der Stadtmitte, im Zentrum von Duisburg angekommen. Hier sehen wir das Stadttheater, das Gericht, Shoppingmeile und den Harry. D'Artagnan gewohnt. Der D'Artagnan. Der D'Artagnan von den Musketieren. Ach, den gab es wirklich. Nee, den gab es wirklich. Und der war Regimentsführer der Musketiere, hat in diesem Turm hier gewohnt und ist dann später leider bei Mönchengladbach dann ums Leben gekommen. Ja. So ist das Soldatenleben. Ja.
Ihr seht jetzt hier den Duisburger Innenhafen. Jetzt hier in Duisburg im Industriehafen angekommen. Containerhafen hier und der Ölhafen. Oh, die Ölinsel heißt das, habe ich gerade gelernt. Da war wohl die Kohleinsel. Kohle gibt es ja nicht mehr so. Kein Bedarf mehr. Und dahinter die Stahlinsel. Und hier wohl die Kreuzfahrtinsel, also die Flusskreuzfahrtschiffinsel. Das orange Kunstwerk, was ihr hinter mir hier links von euch im Bild seht, nennt sich die Rheinorange. Da endet der Ruhrtalradweg, weil da mündet die Ruhr in den Rhein. Und direkt hier hinter mir das Kunstwerk, das Echo des Poseidon. Wir radeln jetzt hier weiter am Rhein entlang ein kleines Stückchen. Und wenn ich den Harry richtig verstanden habe, muss ich mein Rad da gleich die Brücke hochtragen, weil das ja irgendwie nur Stufen gibt. Da bin ich ja schon mal gespannt. Da müssen wir wohl ordentlich Schwung holen. So, dann teste ich jetzt noch meine Schiebehilfe. Ja, diese Radrinne ist wahrscheinlich irgendwann nachgerüstet worden, aber das ist jetzt rechts so wenig Platz. Also auf die Idee, dass ein Fahrrad Pedalen haben könnte, ist da bei der Planung wohl keiner gekommen. Ja gut, wenn man es natürlich in der Mitte baut, dann kann man drüber stolpern. Das ist ja.
hier zeigt der Harry mir gerade so eine urtümliche Straße hier in Duisburg, die von der Firma Haniel halt noch instand gehalten wird, damit das so erhalten bleibt wie früher. Und das ist dann so ein Baujahr 1800 irgendwas. Aber eigentlich ganz schnuckelig, ne? Fühlt man sich irgendwie so auf so einer Zeitreise ein bisschen zurückversetzt hier. Die Sonne scheint auch gerade so schön. Angekommen. Gastronomie hat in Duisburg leider noch nicht wieder geöffnet. Die macht morgen erst wieder auf. Darum ist hier die Gaststätte hinter mir im Bild hier zum Hübi. Leider auch noch geschlossen. Aber wir geben nicht auf der Suche nach der Currywurstbude. Oh, Harry hat sich verschluckt. Ja, dann wird Zeit. Wenn die Schwäche einen übermannt, dann müssen wir was zu essen finden. 54 Jahre lang, alt und immer noch an der Flasche. Ja. Nicht, dass wir uns hier noch flüssig annähern müssen, irgendwie noch Flüssigtreibstoff irgendwo erwerben müssen. Dann müssen wir uns halt ein Bütchen suchen. Aber irgendwie geht's weiter, wie gesagt, da lang an der Rheinpromenade Richtung Currywurstbude. Jetzt gar nicht mehr so lange suchen und haben jetzt hier unsere Currywurst mit der Pommes bekommen und noch ein leckeres mineralisches hopfenhaltiges Kaltgetränk. Der grinst mich da ganz gackenfrech an, das geht überhaupt nicht. Ja, weil ich auf Tour fahre, ich fahre aber eben auf Sport, ist ein bisschen leichter. So, ah, kann auch hochschalten, so herrlich. Muss ich so schnell treten. Ja, liebe Leute, wir erinnern uns, Duisburg ist eine fahrradfreundliche Stadt hier in Nordrhein-Westfalen. Was man daran sieht, dass der Fahrradweg hier auch mal oder der Radweg anders verläuft als anderswo. Ja, das ist aber definitiv nichts für mich mit dem E-Bike. Was ohne Tasche schon 29 Kilo wiegt, dann müssen wir so eine andere Route aussuchen. Da muss der Fremdenführer mal ein bisschen umplanen hier, ne? Sagt, wir sollen da unten durchfahren. Ja, der macht hier, der macht hier Videos, ne? Der soll uns jetzt eine alternative Strecke suchen hier. Ne, aber jetzt im Ernst, also der Radweg hier unten am Rhein entlang ist gesperrt, weil diese Brücke hier neu gebaut wird. Hinten sieht man schon den Anfang der Pfeiler für den Neubau. Ist halt das Gegenstück zu der Leverkusener Brücke, ist praktisch die gleiche Bauart, das gleiche System, und die ist halt genauso baufällig wie die Leverkusener Brücke. Und darum muss die neu gemacht werden. Und darum müssen wir uns jetzt hier einen Alternativweg suchen, weil wie der junge Mann da sein Fahrrad drüber tragen, das ist nichts für uns mit dem Gepäck und in unserem Alter, nein, nein. Thank you.
Kuckuck, ne? Alles Weiden. Ja, liebe Leute, das war schon hier mit meiner Stadtrundfahrt mit dem Harry in Duisburg. Wir sind jetzt knapp 9 Stunden unterwegs gewesen und haben doch tatsächlich 50,43 Kilometer geschafft. Das heißt, der Harry hat mir alles sehr, sehr gut erklärt. Wir haben sehr viel angehalten, wir haben uns gut unterhalten und das ist ja manchmal auch noch viel mehr wert als nur eine Radtour. Gut für euch jetzt halt die Radtour, 50 Kilometer in 9 Stunden. Mir hat super Spaß gemacht und Harry hat gerade schon gesagt, da hinten, Da geht es Richtung Düsseldorf und in der Richtung waren wir noch gar nicht, weil es nur im Innenstadtbereich, hier am Rhein ein bisschen und so alles gesehen haben wir noch gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt zwingend wiederkommen. Wir haben jetzt einen schönen Tag gehabt, denke ich mal, wir beiden. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Mir auch. Und ich bin jetzt auch ganz gespannt, was wir beiden jetzt daraus zusammenschnibbeln aus unserem Filmchen. Haben dieselbe Tour gefahren und wir beide gefilmt und was da für verschiedene Sachen rauskommt, ob man das nachher erkennen kann, dass es dieselbe Tour war oder ob da ganz verschiedene Werke rauskommen. Ich sage jedenfalls Dankeschön dem Harry hier für die super Stadtrundfahrt. Dankeschön euch fürs Zugucken. Wer das gerne, wie das gefallen hat, wer es sich gerne angesehen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Und wer noch nicht hat, ihr wisst ja, kostenlos abonnieren. Und ich freue mich schon auf die nächste Tour. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo und euer Harry. Tschüss. Ciao.